verrutscht. Er frisst mich lebendig. Mike, ich komme. Ich dachte, du wärst tot. Schon wieder. Tamara?
Wie hast du mich gefunden? War nicht leicht, hier runterzukommen. Du bist ganz schön tief gestürzt. Ich bin den Monsterleichen gefolgt, bis ich dein Signal empfangen habe. Das Monster. Es produziert eine Art halluzinogenes Gas. Ich dachte, es war Mike. Ich dachte... Hey, du hast es geschafft. Du hast es besiegt, was es auch war. Wir nutzen den Monolithen. Das ist der Rückweg zur Hermes. Kannst du ihn bedienen? Nein, aber wie gesagt, ich habe Hilfe. Ich erkläre alles, wenn wir zurück sind. Ich hoffe nur, Mike wird wieder gesund. Ich auch. Na los, mach dein Ding. Bring uns hier raus. Logbucheintrag. Die Kreatur gibt eine halluzinogene Neuralwirkung. Same Substanz direkt in die Umgebung ab. Das erklärt, was ich gesehen habe. Organische Sekret der Kreatur wird eines von ihnen blockiert. Wenn das beseitigt ist, sollte ich das Netzwerk reaktivieren können. Schon dabei. So, ich habe den Monolithen wiederhergestellt, wodurch das ganze Netz reaktiviert wurde. Du kannst uns jetzt alle zurück zu eurem Schiff bringen. Okay. Probieren wir es. Es geht ihm besser. Die zelluläre Wiederherstellung läuft an, aber die Nanomaschinen bleiben in seinem Blut. Es braucht nur ein Alien-Signal, dann sind sie wieder im Mutationsmodus. Also, verstehe ich das richtig? Du stirbst und dann regenerierst du dich. Und du hörst und siehst dieses... außerirdische Wesen, das früher zu dem Volk gehörte, das all das hier erbaut hat? Soweit ich verstehe, ist das alles so eine Art Experiment. Ein Planet als Labor. Man manipuliert die Gene von Lebewesen, erzeugt Permutationen, in der Hoffnung auf einen sogenannten Code des Lebens. Quasi eine Art geheime Botschaft in den Genen, die alle lebenden Wesen des Universums verbindet. Das ist... Ich glaube, wow ist das richtige Wort. Wow, allerdings. Aber das Experiment wurde übernommen von diesem Wesen, das sie den Hüter nennen. Die Gruselstimme, die wir in der Anlage gehört haben? Ja. Tam, dieses Ding, hat angefangen, an den Forschern selbst zu experimentieren. Ein paar der Monster, auf die wir trafen, gehörten ihrem Volk an. Das ist grauenvoll. Aber es hat offenbar nicht gereicht, um an den Code zu kommen.
Also suchte der Hüter das Weltall ab nach neuen Testobjekten. Uns. Uns. Und er wird erst aufhören, wenn nichts mehr zum Experimentieren übrig ist. Oder? Das ist korrekt. Die Nanomaschinen in eurem Freund können leicht reaktiviert werden, um den Mutationsprozess neu zu starten. Letztendlich infiziert der Hüter euch alle. Er hat noch viele andere Injektorkonstrukte zur Verfügung. Und wenn er mit uns fertig ist, holt er sich neue Menschen von der Erde. Höchstwahrscheinlich. Ihr wart nur der erste Versuch. Nur ein Testlauf. Jetzt, da er weiß, dass ihr kompatibel seid, wird er, sobald er mit euch fertig ist, mehr von eurer Art holen. Das muss aufhören. Allerdings. Zu meiner Forschungseinrichtung. Ich muss dir etwas zeigen. Okay, ich gehe zum Monolithen. Ich gebe die Zugangskoordinaten ein, die zu meiner Einrichtung führen. Meine Einrichtung ist nah.
hast du gearbeitet? Verarbeitung von Gendaten. Hier analysierten mein Team und ich die Ergebnisse des Experiments. Wir versuchten, den Code zusammenzusetzen und zu entschlüsseln. Das ist, was ich dir zeigen wollte. Was ist das? Das ist die Matrix, aus der der Hüter geboren wurde. Er ist eine Maschine. Ihr habt ihn erschaffen. Wir machten keinerlei Fortschritte mit dem Code. Wir stießen an die Grenzen unserer Fähigkeiten. Die Datenmuster erforderten eine simultane Analyse in nahezu unbegrenzten Dimensionen. Und die Mutationen mussten entsprechend synchronisiert werden. Also habt ihr eine Maschine erschaffen, um das Experiment zu kontrollieren? Der Hüter ist mehr als eine Maschine. Er ist eine künstliche Intelligenz, geschaffen aus den Konnektomen unseres Verstands. Mit anderen Worten, ihr gabt ihm Verstand, aber kein Herz. Herz? Er braucht kein Herz. Er läuft mit Metaquantenenergie. Ich meinte, ihr gabt ihm keine Empathie. Nein. Also, wie zerstören wir ihn? Hiermit. Hier kann ich seine Matrix zu einem Keimcode rekompilieren, der entgegengesetzte Subroutinen enthält. Eingesetzt in seinen neuralen Kern neutralisiert er seine Systeme. Er würde sozusagen seinen Verstand löschen. Ich aktiviere die Rekompilierungssequenz. Es wird etwas dauern, aber wenn sie fertig ist, haben wir einen Keimcode, der den Hüter zerstören kann. Und wie kommen wir an den neuralen Kern? Ich werde es dir auf dem Weg erklären. Wir haben keine Zeit. Kehre zum Monolithen zurück. Als wir den Hüter konstruierten, fingen wir mit dem mächtigsten System an, das wir hatten. Dem Kern unseres Schiffs. Wir bauten ihn mehr oder weniger um die Systeme unseres Schiffes herum. Der Metaeder. Der Hüter errichtete eine Metabarriere im Netzwerk, die den Monolithenzugang zu Metaeder verhindert. Nun empfängt er Daten über mehrere Upload-Knoten auf dem Planeten. Ich könnte die Verschlüsselung der Barriere knacken, indem ich mein Signal über diese Knoten sende. Der Monolith bringt uns in die Nähe der Knoten. Kate, wo bist du? Was hast du dir dabei gedacht, einfach so davon zu schleichen? Ich muss den Hüter aufhalten, Tam. Wenn ich es nicht tue, überleben wir nicht. Wir müssen ihn aufhalten. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Aber wenn du stirbst, bist du für immer weg. Ich will dich nicht verlieren. Oder Mike? Wir wissen nichts über diese Technologie, Kate. Wie oft sie dich zurückbringen kann oder welche Auswirkungen die Rekonstruktion auf deinen Körper und Verstand hat. Dieses Risiko muss ich eingehen. Wie geht's, Mike? Die zelluläre Wiederherstellung ist abgeschlossen, aber er ist noch bewusstlos. Ich hoffe, er wacht bald auf. Kate, bitte, bitte stirb nicht. Wenigstens nicht so oft. Ich tue mein Bestes. Ich gebe die Koordinaten in den Monolithen ein. Es gibt 3 Upload-Knoten, zu denen du mich bringen musst.
Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle. Ich schicke dir den Standort des Upload-Knotenpunkts in der Nähe. Es ist verriegelt. Du brauchst ein Zugangsprisma. In der Nähe ist noch eine Anlage. Feldaußenposten Tetra. Dort könnte es ein Prisma geben. Ich schicke dir den Standort.
Feldaußenposten Tetra ist hinter diesem Tor. Tetra war eine der ersten Anlagen, die überrannt wurden. Gute Leute starben. Einer von ihnen sollte ein Zugangsprisma haben. Du wirst ihre Leichen durchsuchen müssen. Ich sollte die Leiche untersuchen. Logbucheintrag. Unter der harten Schale der Kreatur verbirgt sich weiches Fleisch. Die pilzartigen Auswüchse scheinen mit klebrigem Sekret gefüllt zu sein.
Das ist es. Mit dem Prisma gelangst du zum Upload-Knotenpunkt. Ich sollte nach einem Weg hier raussuchen. Das ist nicht der Code. Zugangsprismen müssen für jedes Gebiet neu kalibriert werden. Sieh dich um. Irgendwo hier muss ein Code sein. Schon wieder falscher Code. Vielleicht steht er hier irgendwo geschrieben. Ich sollte danach suchen. Sieh dich nach dem Code um. Vielleicht steht er irgendwo an einer Wand.